Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Fire Emblem 8 des Secret Stones. Wir stehen am Ende dieser Mission, es ist weit vollbracht und ja, geil. Bist du ein Untermeister, ja. Und bevor ich jetzt wieder vergesse, ich hab's am Ende des Parts schon wieder vergessen gehabt. Amelie kann sich weiterentwickeln. Ist das nicht geil? Jo. So. Ich hatte das einfach vergessen. Ich hab's nicht gemerkt, dass sie Level 20 erreicht hat. Nun ja. Warte mal, gucken, ist wirklich Level 20? Jo, wo ist sie? Gut. Dann entwickel dich, Ritterwappen. Kannst du ein Erzritter werden? Nee, der Meister, ups. Oder ein Erzritter, genau. Erzritter, Rittermeister. Reiter mit überragenden Fähigkeiten. Waffen, Schwert, Lanze. Ritter mit hoher Beweglichkeit und Abwehr. Waffen, Schwert, Lanze, Axt. Was war denn seit du auch Muttermeister, oder? Ich glaube, da war ich nicht zum Erzritter. Erzritter? Bin ich ein Erzritter? Ich glaube, ja. Ich glaube, das will ich. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ups. Ich dachte eigentlich, die andere Klasse wäre ein General. Wie Gilliam, aber... Nee, den hätte sie nur werden können, wenn ich die vorher zu einem Ritter gemacht hätte, glaube ich. Hätte sie zu einem Ritter und auch zu einem Erzritter, glaube ich, werden können. Ja. Also Erzritter kann sie immer werden. Auf beiden Entwicklungswegen, glaube ich. Und Rittermeister eben nur, wenn sie ein Kavalier war und ein General, wenn sie vorher ein Ritter war. Aber was mache ich jetzt? Ich weiß es doch nicht. Rittermeister, Erzritter. Ich finde von den Farben her schon fast ein Rittermeister. Schöner, ja genau. Leute, was soll ich tun? Erzritter, Rittermeister. Ich glaube, ich mache jetzt zum Rittermeister. Komm, ja. Getan. Boom. Ich hoffe, das finde ich jetzt nicht irgendwie blöd oder so, aber ich habe mich jetzt entschieden, Rittermeister. Okay. Schöner Wertausstieg. Auch wenn sie bei Dings... Oder warte mal. Nee, halt, kann ich mir angreifen, glaube ich. Auch wenn sie bei Ärzten Äxte nehmen können, aber... Äxte hätte nehmen können, aber ist egal. Das gleicht sich bestimmt irgendwo auch wieder aus. Ihre Fähigkeiten oder so. Was haben wir hier jetzt? Ritterwappen, geil. Das haben wir gleich das wieder, was wir gebraucht haben. Sehr, sehr schön. So, Marissa. Dahin. Haben sich jetzt zwei Einheiten weiterentwickelt. Wie geil ist das denn, ey? Ja, der wird jetzt richtig schön gezingelt. Dahin. 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 Der Rest kann erstmal warten. Hier hin. Dahin. Oh ja, das macht mir gerade Spaß. So schön zum Zingeln. Und Evan. Ja. Dann muss ich einfach dahin. So, jetzt sieht das schön aus. Jetzt bin ich zufrieden. Knacken. Talisman. Geil. Gut, dann beenden wir jetzt nochmal eine Runde. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mit denen dran kommen. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Down kriegen. Ephraim, zeig uns, was du kannst. Du stirbst nicht, das ist gut. Regelife. Oh, wenn er zweimal triffst, ist der Typ down. Dann ist der voll down! Ich hab aber nicht klar, was er treffen wird. Evan, bist du geil? Geil genug?
Scheiße, stirbt er sofort. Ja. Macht doch kaum Schaden für Luna. Oh Gott, nee. Zeig mal, Amelia, was kannst du denn jetzt so? Der hat. Jetzt finde ich. Für die Axt natürlich super. What the fuck? Das ist schon besser. Halt der. Nee. Zweimal. Okay. Tanner. Stahllanze. Oh Gott. Jute, komm, du kannst das. Ja, kann sterben. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Jo. Das ist wahrscheinlich. Elfen nicht. Verdoppelt der Typ sogar. Gut, das lassen wir auch mal. Habe ich einen Ringer schon probiert. Gott. 2x15, das ist schon mal ein Anfang. Ich könnte sie jetzt vielleicht auch mit Tanner retten, nicht wahr? Ja. Ich glaube, dass sie macht den Anfang. Den Raf hier. Mal Lanzenmeister. Hohe Treffchance. Das ist auch nicht schlecht. Wenn sie mit so hoher Chance trifft. Ja, aber will ich das wirklich? Gott, was will ich? Der Unterschied. Kraft 24. Hier Kraft. Also 21. Doch gar kein großer Unterschied, aber Trefferchance. Sie sinkt schön. Mein Gewehr würde schön steigen. War nur 8. Na gut, Chance auf Crit trotzdem. Ich glaube, ich probiere es hier mit. Ja, komm. Bossen. Warum habt ihr uns verraten? Prinzessin Erika. Wenn irgendjemand meine Gefühle verstehen kann, dann seid ihr es. Für die, die ich liebe, habe ich alles verraten. Mein Land, mein Herren und Meister, alles. Und natürlich hat er getroffen. Natürlich, ja. Das Glück war gerade total auf meiner Seite. Tanner. Retten. So. Dann, Cormac kann auch nicht so viel ausrichten. Nehmen. Absetzen, so. Kommst du auf deinen Platz zurück? Nee, wo war dein Platz? Ach, ich glaube, der war hier. Der L-Archer darf jetzt heilen. Gut, das ging ja hinten los. Eigentlich mit Renek. Das Sabanto, oder wie das heißt, gegen Kavaliere, also auch gegen Rittermeister. Das hat eigentlich auch gut reingehauen. Dann mal gucken, Efrari, Wegelei. Der wäre weg. Problem ist, er muss treffen. Er muss treffen. Was probieren? Nein, aber ich Glück habe, treffen wir. Hab ich direkt schon ausprobiert. Nicht. Oh Gott. Stahlschwert. Stahlklinge. Nee. Eisenschwert. Nee. Komm, Eva Riemen, wir probieren das mit dir aus. Dich kann ich auch retten. Auf jeden Fall. Ja, Fälle. Mit Amelia. Ja, kann ich. Gut. Wir müssen probieren. Wegelei. Komm, Efarim, ich vertraue dir. Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Monika und ich werden glücklich und zufrieden leben. Für immer. Oh? So trifft der immer. Alter. Ja, Waffenwirbel erhöht. Toll. Gut, retten. Wiedersehen. Kannst du? Nee. Jetzt
Kann ich nicht mehr, ist egal. Wie sieht man mit Marissa aus? 23 Schaden. Ja. Eisenschwert hat ein bisschen eine gute Treffchance. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt die Runde erstmal. So. Efarim absetzen. Dann heilen. Ja. Das Gefühl, den jetzt down zu kriegen, wird irgendwie problematisch. Das ist irgendwie hart. Ist der jetzt eigentlich nicht einfach verkackt? Nee. Sich ihn jetzt zu bringen, aus Silberschwert zu wechseln. Das könnte ich versuchen. Ich glaube, ich versuch's auch. Tanna, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich tanze. Cormac könnte sie retten, richtig? Moment. Evan, geh mal weg, damit ich das richtig sehen kann. Cormac kann retten. Cormac kann retten. Gut. Gleich dann so. Wenn er mindestens seine... weil seine Dings wegpackt, sein Speer, da könnte ich mal ein bisschen mehr mit Fernkampf draufhauen. Ja. Probieren wir das mal. Warte. Moment. 18 Schaden. Ist das wirklich so schlau, was ich hier gerade vorhabe? Ich weiß nicht. Also mit dem Kurzspeer. Also wenn er zum Schwert wechselt, wird das vielleicht kaum mehr Schaden machen. Behaupte ich jetzt. Echt ganz, ja, komm, warten. Harika kann nochmal nach vorne gehen. Und wir gucken jetzt. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. So, was passiert? Er bleibt mein Speer, okay. Und trifft nicht. Haha. Danke. Mal getroffen. Ja, komm, irgendwie. Das bringt auch nicht. Der wechselt seine Waffen sowieso nicht. Erika nochmal. Ja. Brav hier. Ja, komm, triff, triff. Warum nicht? Ihr trifft natürlich. Danke. So, Amelia. Retten. Gott, wird das lustig. Ich fahre ihn nicht mal ran. Gut. Dann, Comic. Eigentlich retten. Nehmen. Absetzen. Da wollte ich es nicht absetzen, ist aber egal. Oh Gott, der Part könnte dauern. Ich mache einfach nicht Schluss, bevor der nicht down ist. Warum? Ein bisschen Glück könnte das auch ein bisschen schneller gehen. Jetzt nur kann ich mal noch gucken, was Renak mit seinem Zambato an Schaden macht. Vielleicht hätte ich das nicht so geil damit, dass vielleicht ist der Marissa damit geil. Wir warten jetzt erstmal. Ja, du heilst dich. Mach die Sache nur noch lustiger. So, Renak. Zeig mal. Das bringt nichts. Reichwert. Bringt gar nichts. Zambato. 9. Gut, wie gesagt, wir gucken mal, was Marissa damit machen kann. Tauschen.
Zabanto. Gegen. Vielleicht steht das so lang her. Kannst du mit Zabanto jetzt irgendwie. Das könnte. Eisenschwert, nee. Taschenmeer, nee. Macht auf jeden Fall keinen schlechten Schaden. Also, sie könnte ich jetzt auch draufhauen lassen. Das mache ich auch mal. Ja. Komm schon. Warum? Der hat ungefähr dieselbe Trefferchance, trifft aber immer. Ich aber nicht. Was soll das? Wetten. Warten. Efarim. Verdammt, Wiggle Life. Ich weiß, deine Treffchance ist gering, aber trotzdem. Triff einfach. Geil. Komm nochmal, verdauen. Yes. 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 Yes, Efarim. Good job. Good job. Mit 48% hat er jetzt zweimal getroffen. Wie geil. Monika. Erfahrung. Gott, war der Typ übel. Naja, Ton einnehmen und so noch. Gut, Archer darf noch ein letztes Mal heilen. Mann, den jetzt klein zu kriegen, hat mich sehr viel Nerven gekostet. Aber Efarim hat's geschafft. Geil. So, wir retten jetzt noch Dings. Also nehmen. Absetzen. Ich weiß, unnötig, aber. Einfach nur, damit es vollständig ist. Und jetzt. Verhalten? Geil, das machen wir noch. Erika, bist du in Ordnung? Es geht mir gut, Bruder. Ich bin in deiner Nähe. Bitte ruf nach mir, solltest du etwas brauchen. Ich bleibe immer in deiner Umgebung. Ja, vielen Dank. Aber du weißt, dass ich hier bin, um zu kämpfen, nicht wahr? Ich kann dich nicht bitten, ständig auf mich Acht zu geben. Ich bin deine Schwester, nicht dein Mündel. Erika, warte nicht. Was machst du? Du scheinst ein wenig aufgeregt zu sein. Ich dachte, ich könnte dein Gesicht streicheln, wie ich es früher immer tat. Bitte hör auf, du behandelst mich ja wie ein Kind. Oh, tut mir leid, es ist nur eine alte Angewohnheit. Außerdem warst du es immer, die mich anbettete, es zu tun, als wir klein waren. Erinnerst du dich nicht? Nein, ich erinnere mich nicht. Das war schon vor so langer Zeit. Ach, lieber Bruder, bitte versuche dich dran zu erinnern. Wo wir jetzt gerade sind. Was würden unsere Gefährten sagen, wenn sie uns in einem so privaten Moment beobachten würden? Ja, das wäre peinlich. Vergib mir. Ich wollte nichts tun, was dich du als unangenehm empfinden könntest. Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Es ist nur... Dann willst du also doch, dass ich dein Gesicht streichle? Nein, ich meine... Pass mal auf. Haha, du hast immer schon so leicht zu erröten zu bringen. Du hast dich gar nicht verändert. Das reicht, Bruder. Langsam fängst du an, mich wütend zu machen. Schön. Schönes Gespräch. Gut, dann müssen wir nochmal eine Runde warten. Lang ist der Part. Lang genug. Gut, Leute, bis wir dann das Kapitel beenden. Das kommt in erst im nächsten Part. Ich dachte eigentlich, ich will zu diesem Part schaffen, aber Orson war doch widerstandsfähiger, als ich dachte. Nun ja, was soll's. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Also, ciao und bis dahin.